Clash of Clans wird dieses Jahr 10 Jahre alt und es war zuletzt immer so, dass wir alle 2 Rathausstufen einen neuen Held gesehen haben. Bedeutet König, Königin, Warden und Gladi als Beispiel einfach mal. Rathaus 11, da haben wir den Warden gesehen. Rathaus 13 haben wir die Gladi gesehen und ich glaube, das Update, was sich die meisten Leute wünschen, ist ja wohl eindeutig Rathaus 15. Und ich glaube, die Chance, dass wir da einen neuen Held sehen, es ist ja wieder 2 Rathausstufen weiter als Rathaus 13. Die Chance, dass wir einen neuen Held sehen oder eine neue Heldin sehen, ist ziemlich groß. Deswegen in dieser Folge 2 Helden, die wir uns wünschen, die kommen müssen, die wir brauchen. Nennt es, wie ihr wollt. Allerdings möchte ich euch jetzt zunächst einmal ein ziemlich cooles Spiel vorstellen. Guckt es euch mal an und die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Also viel Spaß! Die heutige Episode ist mit freundlicher Unterstützung von Kingdommaker, einem wundervollen Strategieaufbauspiel von Scopely. Alle Infos zum Spiel und natürlich auch den Download-Link findet ihr unter dem Video. Das Spiel überzeugt mit einer unvergleichlichen Grafik. Was meine ich damit? Du kannst dein eigenes einzigartiges Königreich aufbauen, aber nicht nur das. Dieses Königreich kannst du dir vor allem aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Du kannst es dir in der Totalen ansehen, du kannst angucken, was deine Untertanen so treiben, du kannst aber auch ganz dicht reinzoomen, du kannst dir deine Festung angucken. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Und ganz dem Motto oder dem Mantra des Spiels: das Spiel mit nur einer Regel, deiner. Du bist der Regisseur deiner eigenen Story hier und was meine ich damit? Du hast einen magischen Open-World-Spielplatz, du hast eine Vielzahl von einmaligen Charakteren, du entscheidest vor allem über das Schicksal deiner eigenen Monarchie. Wie führst du dein Königreich? Führst du es friedlich? Gibt es Mord? Gibt es Manipulationen? Das entscheidet nur einer und das bist du selber. In dieser gigantischen Welt gilt es, Einheiten zusammenzustellen, deine Armee anzupassen, natürlich das Land zu erobern und in Echtzeitkämpfen anzutreten. Das musst du natürlich nicht alleine machen, du kannst dich einer Allianz anschließen, um anderen zu helfen, um dir helfen zu lassen, um sich gegenseitig zu unterstützen oder um ganz einfach gemeinsam eine schöne Zeit zu erleben und um zu chatten. Also, ihr seht schon, Kingdommaker ist ein Spiel mit vielen Facetten, wo du am Steuer bist und entscheidest, was passiert, wie es passiert, wann es passiert. Guck gerne in die Beschreibung, da ist alles drin. Download-Link, Infos und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Fantastic. So, direkt mal rein in die heutige Episode Clash of Clans und ja, das ist... Es ist ja irgendwie an der Zeit, dass mal was Neues kommt. Wir brauchen einen neuen Held. Es ist ja wohl eindeutig, oder? Also, wir brauchen einen neuen Held. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, was man denn so für Möglichkeiten hat, man muss eigentlich sagen, die Möglichkeiten sind ja fast endlos an Helden, die da kommen können. Allerdings habe ich ein cooles Konzept gesehen. Das Konzept ist von, wer könnte es anders sein, VOV Fofsen. Und das Konzept ist allerdings schon 4 Jahre alt. Das Konzept ist 4 Jahre alt und er nennt das Ganze Spellcaster. Also quasi, ich würde es mal sagen, so ein verrückter Wissenschaftler, der mit Zaubern rumhantiert. Und wir gucken es uns mal an. So sieht der Typ aus. Und ich werde mal eben ganz kurz noch erzählen oder vorlesen, was er dazu geschrieben hat. Some call him the craziest of the craziest, but everyone can agree on that he is dangerous. This mad scientist zaps multiple buildings at once with his electrifying head. Also er ist der Verrückteste der Verrückten, er ist auf jeden Fall gefährlich, er ist ein verrückter Wissenschaftler, der mit seinem Hut mehrere Gebäude auf einmal zappen kann. Also er hat so einen, ja, wir sehen das ja schon, er hat einen Hut auf, er hat einen Helm auf, der hat Blitze, der hat so diese Zaps, ne, diese wie wir es vom Blitzzauber kennen im Endeffekt, oder vom Elektrodrachen mit dem Kettenblitz. Ich glaube aber nicht, dass das eigentlich seine Aufgabe ist. Wenn man sich ja mal anguckt, was wir bisher für Helden hatten. Der König ist eindeutig ein Tank. Der ist in der ersten Reihe. Er hat die Iron Fist, die Eisenfaust als Fähigkeit, ne? Also er ist quasi dazu da, um den Schaden aufzunehmen, damit die anderen geschützt sind. Die Königin ist natürlich eine Fernkämpferin. Sie hat den Bogen, ne? Sie hat dann die Fähigkeit, wo sie unsichtbar ist. Sie ruft natürlich dann auch die kleinen Bogies dazu und ist eigentlich in Kombination mit dem König schon ziemlich cool. Ja, der Warden, was soll ich dazu sagen? Er folgt natürlich nie den Truppen, denen er folgen soll. Warum sollte er auch, ne? Ja, es ist einfach der Klassiker in Clash of Clans, dass der Warden nie da ist, wo man ihn braucht. Er erhöht die Trefferpunkte von den Truppen und im Endeffekt
ganz kurz zusammengefasst, er macht die dann unverwundbar für ein paar Sekunden, wenn du ihn zündest. Ich will jetzt auch nicht zu viel auf die Stats oder so weiter eingehen. Ich möchte es nur mal ganz kurz eben umschreiben, was wir denn bisher haben. Ich muss echt lachen, wenn ich an den Warden denke, weil er einfach teilweise so sinnlos ist. Er schwankt zwischen Genie und Wahnsinn. Also teilweise ist er wirklich genial und teilweise ist er wirklich zu nichts zu gebrauchen. Ich weiß es auch nicht. Du kannst ihn auf Boden oder auf Luft stellen, ne? Je nachdem, mit was du halt angreifst. Das ist noch die Besonderheit. Und dann haben wir noch die königliche Gladiatorin, die kam mit Rathaus 13 und sie wirft mit ihrem Speer und wenn du sie zündest, dann wirft sie auf mehrere Verteidigungen dann ihr Schild. Das dazu. Und die Frage ist ja nun, was für ein Held passt da jetzt rein? Wenn wir uns jetzt den Spellcaster angucken, lass uns mal gucken, was hat er denn überhaupt für ein Aussehen? Also ich hab's ja gesagt, auf dem Kopf hat er den Helm auf, ne, damit kann er dann verschiedene Gebäude zappen. Wobei das, glaube ich, nicht schlecht ist. Also wenn er die zappt, dann ist das ja quasi so ein bisschen wie beim Blitz, ne, oder wie beim Zap bei Clash Royale, dass du quasi, wenn du einen Inferno-Turm zappst, dann wird er ja zurückgesetzt oder beziehungsweise er geht auf ein anderes Ziel drauf. Und in diesem Fall fände ich das schon mal gar nicht mal so schlecht, dass du irgendwie vielleicht dadurch die Gebäude so ein bisschen oder die Verteidigung so ein bisschen verwirrst vielleicht und so ein bisschen Schaden noch dazu machst. Naja, Damage Type, Multiple Targets hat er noch VOVV geschrieben dazu. Ja, muss ich sagen, fände ich ganz cool eigentlich. Dann hat er einen Gürtel, da ist dann, links ist ein Buch. Warum auch immer, ich weiß, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und eure Ideen. Ich bin sehr gespannt, ob ihr da irgendwie auf Ideen kommt. Dann hat er natürlich noch die Fläschchen am Gürtel und noch so einen Sack. Ein Sack am Gürtel. Ja, er ist Spellcaster. Also er muss ja irgendwie, vielleicht wäre das ja mal eine Idee bei Clash of Clans, dass du einem Helden verschiedene Fähigkeiten gibst, die du vor dem Angriff auswählen kannst. Also zum Beispiel, er ist dann spezialisiert eher auf Erdbeben oder auf Blitze oder auf Eilzauber, Giftzauber, dass du vielleicht den Helm wechselst oder dass du dann vielleicht die Zauberflaschen wechselst, die er dann am Gürtel trägt. Ich glaube, sowas wäre vielleicht eine ganz gute Idee und also wir wollen einen neuen Held. Ich glaube, wir kriegen einen neuen Held und der Spellcaster. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Ich glaube wirklich, er würde sich sehr gut machen bei Clash of Clans. Ich glaube, er würde sich bei Clash of Clans wirklich sehr gut machen, aber schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich meine, dazu fordere ich ja euch eigentlich immer auf und das macht ihr natürlich auch immer sehr gut. Ihr habt ja immer viele gute Ideen, von daher kann ich da natürlich auch drauf bauen, dass ihr da vielleicht auf irgendwelche Sachen kommt oder vielleicht auf Fähigkeiten kommt, auf Besonderheiten kommt bei jetzt diesem Spellcaster, die wir vielleicht, oder die ich vielleicht nicht im Kopf habe, die ich vielleicht übersehe. Er hat ja auch noch dieses, ja, so eine Art Monokel eigentlich beim rechten Auge. Es ist ja nicht direkt ein Monokel, da ist ja noch irgendwie noch was drüber. Die Frage ist, was hat's damit auf sich? Also der wird so gut passen, glaube ich. Auch äußerlich, VVVFs macht ja sowieso die geilsten Konzepte eigentlich. Ja, ich glaube, der würde wirklich gut passen. Der Spellcaster, der verrückte Wissenschaftler. Ich hatte das schon mal vorgestellt, irgendwie vor ein paar Jahren. Allerdings dann, glaube ich, anders. Und wenn wir uns jetzt diesen Angriff mal angucken, mit den Parasiten, es ist einfach nur eine Plage bei Clash of Clans, diese Truppe ist einfach nur wirklich eine Plage. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum zweiten Held, der Koboldkönig. Ich kann es ja mal einblenden, so sieht mein Verteidigungslog aus bei meinem großen Account. Und die meisten Verteidigungen sind überhaupt keine richtige, es ist ja gar keine richtige Verteidigung. Wenn du eine Truppe hast, die für ein paar Sekunden unsichtbar ist, die schnappt sich mal eben den Loot und dann ist es vorbei, dann, was hat das mit Verteidigung zu tun? Also, ich persönlich sage, die sind einfach viel zu stark. Ich meine, Supercell hat im Endeffekt das Farmen getötet. Sie haben das Farmen genommen, haben ihm in die Fresse gehauen und jetzt ist es tot. Warum ist das so? Weil du einfach als, beim Farmen, du kannst diese Truppe nehmen und das war's. Du brauchst überhaupt keine andere Truppe mehr. Früher brauchst du noch Barge, Lazy Farming, Goblin Knife und so weiter und so fort. Mittlerweile, warum sollte man Goblin Knife nehmen oder warum sollte man Barge nehmen? Vor allem, du hast ja eh keine Kosten mehr. Das kommt ja auch noch hinzu. Du hast keine Kosten mehr für die Truppen. Warum sollst du das nehmen? Es ist vollkommen sinnlos. Du brauchst nur diese Truppe und das war's. Du kriegst alles im Endeffekt, was du willst, wenn du dich gescheit anstellst. Ja. Das ist, im Endeffekt hat er glaube ich sogar hier nicht mal alles richtig gemacht, denn sonst würde er wahrscheinlich auch alles noch bekommen. Ja, das ist, ich finde, sie sind zu stark und ich finde, sie passen auch nicht unbedingt dann, ja, gut, weil du einfach keine Alternative, sie sind alternativlos zum Farmen. Ist einfach so.
Zumindest jetzt, wenn du nicht gerade in vielleicht, wenn du nicht gerade in Titan bist oder so, oder in Champion Liga oder so. Aber okay, Leute, wir gucken uns den Held an. Der Koboldkönig. Oh, das wäre so geil. Also, ich meine, der Kobold, eigentlich sind die Goblins so die geilste Truppe im Spiel, muss ich sagen, bevor halt der Supergoblin kam. Oder der Sneaky Goblin. Ich fand sie immer cool. Und wenn wir uns jetzt diesen Angriff mal angucken, da habe ich jetzt schon viel mehr Mühe reingesteckt, als wenn man jetzt einfach mit den Sneaky Goblins da ankommt und macht mal eben an der Seite alles weg. Ich muss auch dazu sagen, der lief jetzt nicht perfekt. Also, ich habe nicht alles bekommen, aber es macht halt auch viel Spaß. Also, sowas zu machen, so einen Angriff mal zu planen, so ein bisschen Go-Hawk-Action oder sowas, das ist ja auch der Sinn des Spiels, glaube ich. Aber so ein Koboldkönig? Da hätte ich schon Bock drauf. Es gab mal ein Bild früher, ganz früher, das hat das für Supercell gepostet, beziehungsweise das Clash of Clans Team auf der offiziellen Facebook-Seite. Got the best clan ever, glaube ich, hieß das. Und irgendwie sowas war das. Ich such's nochmal raus, ich blende es auf jeden Fall nochmal ein. Und da haben sie einen Altar versteckt, wo dann die Leute durchgedreht sind. Das war noch vor Rathaus 11, also bevor der Warden kam. Da gab es den Kobold-Altar. Dann sind die Leute durchgedreht. Na gut, ich war auch dabei. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Nein, ich war auch dabei und ich habe das dann auch gepostet. Ich glaube aber, das haben sie einfach nur, entweder war es halt ein Konzept, was sie irgendwo mal hatten, und dann war es aus Versehen da drin. Also es ist nie wieder was daraus geworden. Man hat nie wieder was davon gehört, von dem Koboldkönig. Außer natürlich gut bei den Einzelspieler-Leveln. Oh, das wäre auch geil. Du hast aber den Einzelspieler-Leveln, hast du ja den Koboldkönig, und der ist böse. Der will dein Dorf kaputt machen und deswegen rächst du dich ja an ihm, ne? Deswegen hast du die Einzelspieler-Level. Wie wäre es, wenn du einfach dann hättest du den Bruder oder so. Oder einfach irgendeinen von den Koboldkönigen oder so. Oder einen von seinen Untertanen, der sich gegen ihn wendet. Und jetzt arbeitet er für dich und jetzt ist er ein Koboldkönig. Und jetzt hilft er dir, sich zu rächen und die anderen Dörfer zu unterwerfen. Irgendwie sowas. Muss ich sagen, fände ich ganz cool. Es sind jetzt erstmal nur zwei Helden in dieser Episode, die, ja, einfach ins Spiel passen. Wo ich sage, die würden ganz gut funktionieren. Wobei ja die Frage ist, was würde der Koboldkönig machen? Also, vielleicht, dass irgendwie alle anderen Truppen irgendwie davon profitieren und dann vielleicht schneller alle Ressourcen snaggeln können oder so. Das wäre dann halt ein Held, den du im Krieg nicht unbedingt gebrauchen kannst. Aber ich meine, wenn du dann, ja, dann hätten wir fünf Helden im Spiel. Und dann musst du ja irgendwie sowieso gucken. Dann wird nicht jeder Held immer in jeder Situation passen. Das ist einfach so. Aber insgesamt, dem muss ich das sagen, der Koboldkönig, der wird mir gefallen, auf jeden Fall. Schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr? Der Koboldkönig und der Spellcaster, der verrückte Wissenschaftler, passt das oder passt das nicht? Und wenn es passt, wie passt das? Was könnte man mit denen machen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren und dann bis zum nächsten Mal bei einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Fred. Mach's gut. Tschüss.